Beim Lauftraining hast du immer wieder Schmerzen in den Waden. Mit unseren 10 besten Übungen lernst du, wie du deine Wadenmuskulatur dehnst und entspannst. So kommst du schnell in deine Laufschuhe zurück. Beim exzentrischen Wadenkrafttraining wird die Wadenmuskulatur gekräftigt und gleichermaßen gedehnt und entspannt. Hierfür wird aus dem Hochzehenstand das Fersenbein langsam herabgelassen, bis eine maximale Dehnung der Wadenmuskulatur spürbar wird. Die Übung wird dort 2 Sekunden gehalten, bevor man sich wieder in den Zehenstand hinaufdrückt. Bei Wadenbeschwerden reichen 3x10 Wiederholungen pro Seite am Tag. Die Dehnung der Wadenmuskulatur erfolgt durch einen langen Ausfallschritt nach hinten. Das Fersenbein wird auf den Boden gedrückt und bei gestrecktem Kniegelenk wird die Hüfte zur Verstärkung der Dehnung nach vorne geschoben. Die Übung wird für mindestens 20 Sekunden so gehalten. Um auch die tiefen Anteile der Wadenmuskulatur zu dehnen, wird ein kürzerer Ausfallschritt nach hinten gesetzt und bei Beugung des Kniegelenkes und Absenken des Gesäßes auf dem Standbein eine Dehnung in der tiefen Wade erzeugt. Auch diese Übung wird für 20 Sekunden gehalten. Bei der tiefen Hocke wird das obere Sprunggelenk mobilisiert und die Wadenmuskulatur gedehnt. Insbesondere bei Sportlern mit Hohlfüßen fällt die Übung oft sehr schwer, sodass Hilfestellung erforderlich ist, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Die Übung sollte mindestens 1 Minute gehalten werden, kann aber auch länger durchgeführt werden. Das Training mit der Faszienrolle ermöglicht eine durch den Sportler selbst durchgeführte Triggerpunktbehandlung. Die einfachste Möglichkeit, die Wade zu behandeln, ist die einseitige Behandlung. Wird ein höherer Druck auf der Wadenmuskulatur gewünscht, werden beide Beine parallel auf die Rolle gelegt. Und eine noch größere Drucksteigerung ist möglich, wenn die Beine übereinander geschlagen werden, sodass der volle Druck auf nur einem Bein lastet. Die Wade wird auf jeder Seite 10-mal vor- und zurückgerollt. Um punktuelle Muskelverhärtungen gezielt zu behandeln, kann man mit dem Faszienmassageball auf diesen Stellen vor- und zurückrollen. Üblicherweise findet dies in kleinen Bewegungen 10-mal vor- und zurück statt. Um neben der Wadenmuskulatur auch die Muskulatur der Fußsohle zu entspannen, wird ein festerer Faszienball eingesetzt. Man rollt im Fußlängsgewölbe strikt auf der Muskulatur 10-mal vor und zurück. Bei der Flossing-Therapie wird durch das straffe Wickeln eines Gummibandes eine Kompression auf die Wadenmuskulatur erzeugt. Es kommt durch die später folgende Dekompression nach dem Abwickeln zu einer Mehrdurchblutung der schmerzenden Wadenverhärtungen. Außerdem kann durch Wadenheben im gewickelten Zustand eine Mobilisierung der Faszien erreicht werden. Außerdem werden Verklebungen gelöst. Es werden insgesamt 3 Durchgänge des straffen Wickelns durchgeführt und im gewickelten Zustand 10 bis 15 Wiederholungen des Wadenhebens durchgeführt. Auf dem Stabilisationstrainer wird die Unterschenkelmuskulatur trainiert, indem nach einem Zehen- und einem Fersenstand die Fußinnen- und dann die Fußaußenkante belastet wird. Von diesen 4 Bewegungsrichtungen werden insgesamt 8 Wiederholungen durchgeführt und nach einer Pause eine 2. und eine 3. Wiederholung der Serie absolviert. Mit dem Fußzirkel werden durch den Zehen- und Hackenlauf sowie das Laufen auf der Fußinnen- und Außenkante alle Muskeln von Fuß und Unterschenkel effektiv trainiert.
trainieren Sie mit jeder Bewegungsvariante 10 bis 20 Meter und führen Sie insgesamt 3 Sätze von dieser Übungsserie durch. Du möchtest noch mehr zu diesem Thema erfahren? Dann sieh dir doch die lange Version dieses Filmes an. Dort kannst du sehen, wie ich in meiner Praxis derartige Verletzungen diagnostiziere und therapiere. Und wenn du mit anderen Läufern in Kontakt treten willst und dich austauschen möchtest, dann nutze gerne die Kommentarfunktion in diesem Kanal. Ich bin Matthias Marquardt, dein Laufexperte.